So, Leute. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, weil bei der ersten Aufnahme war mir leider die Capture Card abgestürzt. Und ja, jetzt habe ich mir ein Windows 10 Update gezogen für die Capture Card und ich konnte leider Gottes, die Datei nicht retten. Ja, hier seht ihr, Spieler kann ja fortsetzen. Wir haben im ersten Testspiel 3-0 gewonnen, haben 2 Tore gemacht. Ja, weiß nicht, was ich sonst sagen soll, deswegen machen wir einfach weiter. Dann ist das eben Folge 1. Wir steigen jetzt wieder in die Spielerkarriere ein. Ja, tut mir echt leid, aber wie gesagt, ging nicht anders. Ja, die Capture Card war weg und da seht ihr Markus Tor. Na, und dann machen wir eben weiter, würde ich behaupten. Aber wir müssten irgendwo Schuhe haben, um... Warum sind die noch nicht frei? Nee. Nee. Na ja, gut, sind nicht frei. Also gut, dann halt nicht. Ja, dann machen wir einfach weiter mit dem Testspiel gegen die Seattle Sounders. Weißt du, manchmal nervt die Steuerung. So, weiter geht's da oben, jetzt aber. So, also wir haben aber wieder 209 FCC und sobald wir da genug haben, für ein paar ordentliche Schuhe zu kaufen, werden wir das natürlich tun. Ja, und da gibt's eine Mail. Die Zukunft. Ja, jetzt werden wir mit Sicherheit verlieren. Ja, Markus, ich wollte dir mitteilen, dass ich mich entschieden habe, dich auszuleihen. Ich habe dich bereits auf die Leihliste gesetzt und werde dich informieren, wenn ich ein Angebot für dich erhalte. Nach Ablauf der Ausleihe wirst du wieder zum ersten FC Kaiserslautern zurückkehren. Dann werden wir über deine Position in der Mannschaft noch einmal neu nachdenken. Mit freundlichen Grüßen, Trainer, bla bla bla. Gut, also läuft es tatsächlich noch so wie 2014 auch. Wir werden ausgeliehen und ich werde in der Mannschaft nicht berücksichtigt heute bei dem Spiel gegen die Seattle Sounders. In Amerika und von daher werden wir das einfach simulieren. Ja, das dürfen wir eben nicht. Seht ihr, ich bin noch nicht mehr im Kader. Ja, und dann lassen wir es eben. Mittags um 12 Uhr wird hier gespielt gegen die Seattle Sounders. Dann simulieren wir das einfach, obwohl ich das nicht gern mache. 13. Minute, gelb für Evans von Seattle. Ja, interessant, ne? 41 Minute Geld für Heubach, 46 Minute 1-0 Vernon für den FCK, 52 Minute 1-1. Dann wird Torres eingewechselt, Correa eingewechselt, Löwe eingewechselt für Schindele. Friedberg kriegt da nochmal eine gelbe in der 79. Und dann ist das Spiel zu Ende. Wir spielen unentschieden gegen Seattle. So, Name wird aktualisiert. Und dann sind wir mal gespannt, ob wir ein Leihangebot kriegen oder ob wir beim nächsten Testspiel am Dienstag mit dabei sein werden. Dortmund hofft, Edin Dzeko bald zu verpflichten und ein Mann für die Zukunft. So, da haben wir schon eine Nachricht. Ich stehe in der Startformation gegen die Jeonnam Dragons. Das ist bestimmt eine Mannschaft aus... So, Trainerleihangebot. Wie sieht's aus? Ich habe heute Morgen ein Bradford City für dich erhalten und akzeptiere. Die Ausleihe wird sich über einen Zeitraum von einem Jahr erstrecken, es sei denn, wir entschließen uns, dich früher zurückzuholen. Bitte ziehe dieses Angebot in Erwägung und sag mir Bescheid, ob du es annehmen oder lieber ablehnen willst. Bradford City klingt interessant. Der Bradford City-Vorstand würde sich freuen, sie im Verein willkommen zu heißen und bieten folgendes 10.000 pro Woche. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das Angebot an. Gehen wir nach England, oder? Oh, unterschreiben wir da mal. Markus Thor. Und dann wechseln wir von Kaiserslautern nach Bradford. Ja, das ist doch schon mal fein. Jetzt habt ihr natürlich kein Spiel im Trikot des ersten FC Kaiserslautern gesehen, aber wir spielen jetzt in Bradford und der Trainer sagt, willkommen im Team. Herzlich willkommen bei unserem Verein. Ich hoffe, du gewinnst schnell eine, genießt deine Zeit hier. Wenn du dem Link unten folgst, erfährst du, welche Erwartungen wir diese Saison an dich haben. Viele Grüße, Trainer der ersten Mannschaft. Und dann gucken wir mal. Eine Spielbewertung von 7,1, 20 Tore, 6 Tore vorbereiten und 18% Torversuche. Jawohl, das ist doch eine Maßnahme. Dann spielt Markus Thor jetzt in England bei Bradford City.
So, Posteingang wird geschlossen. Dann gehen wir auf die Zentrale. Jawohl, das sieht doch geil aus. Jetzt haben wir dunkelrot mit gelb, Nike und... Wo ist denn der Kalender? Kann man hier nicht Kalender gucken? Doch, da. Kalender. Kalender. Also, wir haben kein Testspiel gemacht. Wir spielen aber Liga in der Football League 1 heim. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann spielen wir gegen Bradford. Zuerst dann im Pokal Capital One Cup gegen Hartlepool United auswärts. Dann Football League gegen... Kann man gar nicht erkennen. Coventry. Ja, das ist doch interessant. Spielen wir in England, Leute. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den Pro nochmal verändern können, weil ich hätte auch gern hier die Nummer 78. So. Ich hätte auch gern hier die Nummer 78 auf dem Trikot. Jawohl. So, wird gespeichert. Und da ist er jetzt im Tor. Im Tor. Ja, da ist der Tor. Im Trikot von Bradford City, Leute. Da muss ich mal gucken. Kriegen wir den jetzt auch noch ein bisschen größer hier? Gern würde ich den ein bisschen größer haben, bitte. Jawohl. Damit wir da auch einen Screenshot von machen können. So. Und dann legen wir mal los und spielen jetzt das erste Spiel für Bradford, würde ich sagen. Oh, Mann, ey. Spielen dann das erste Spiel. Tor kommt auf Leihbasis von Kaiser. Verdammt. Jawohl. Also, gesetzte Ziele. Ja. Gegen den FC Bury zu Hause, dann Coventry City auswärts, Peterborough United heim und Scunthorpe United auswärts. Also das ist die zweite englische Liga, würde ich mal behaupten. Und dann spielen wir doch da auch. Mal gucken, wie es da aussieht. So, große Neuigkeiten für Marcus Thor. Er wird von Kaiserslautern an Bradford City ausgeliehen. Beide Mannschaften hoffen davon zu profitieren. Ich freue mich, dass mir Bradford City und der Trainer von Bradford eine Chance geben. Ja, wir haben die Ziele schon gesehen. Verdammt noch eins. Wir möchten jetzt spielen. Ich stehe in der Startformation. Meine neuen Kollegen sind heute Jones, Darby, Clark, McArdle, Meredith, Anderson, Not Little, Marshall, Davies und natürlich ich. So, dann legen wir mal los. Bradford zu Hause gegen den FC Bury. Ja? Ja, wir spielen in dunkelrot-orange und Bury spielt auswärts in dunkelblau natürlich. So, wir spielen natürlich das ganze Team, weil uns selber steuern können wir noch nicht. Und ja, Halbprofi an der Ivy Lane. Der Schiedsrichter ist Ian Lowcroft und es ist bewölkt samstags nachmittags um 15 Uhr. Leute, dann packe ich euch dieses Spiel noch damit rein. Jetzt bei Bradford. Falsche Richtung gesteuert. Schon wieder falsche Richtung gesteuert. Hallo? Das gibt's doch nicht! Zu weit. Also. Ne. Weißt du, diese Flachpass-Dinge. So, Football League One. Und da kommen sie auch schon im Stadion an der Ivy Lane. Bradford City gegen den FC Bury. Die Kommentatoren sind Frank Buschmann und Wolf Fuß und natürlich der Thorsten für euch am Mikrofon und am Controller. So, Tor, da ist er mit der Nummer 78. Wir spielen Football League One in England, Leute. Leider nicht Barclay Cup Premiership, nicht BPL, aber immerhin die zweite englische Liga, Football League. So, und da ist die Startelf von Bradford, Jones, Darby, Clark, McArdle, Meredith und so weiter und so fort, haben wir ja auch schon gesehen. Und die spielen mit zwei Stürmern, also ein klassisches 4-4-2, könnte auch ein 4-2-2-2 sein. Und ja, das ist der FC Bury, der interessiert uns jetzt aber nicht. Wir legen los mit dem Anstoß und erster Ballkontakt für unseren Spieler für Tor. Ausgeliehen nach Bradford City, Darby. Darby verliert den Ball am Major. Darby kann sich den Ball wieder erkämpfen. Darby! Immer noch Darby. Immer noch Darby wird er verfolgt von zwei Mann.
Kann sich aber lösen. Kann die Flanke sogar bringen. Da steht kein Schwanz. Da steht keine Sau. Und jetzt Bury mit Etuhu auf Mellis. Mellis zu Clark. Oh, wir kommen da nicht hinterher. So. Ruhe, Ruhe rein. Ey! Foul, Idiot. So, schnell ausgeführter Freistoß. Ball zu Meredith. Der auf Little. Schöner Pass auf Nott. Nott wird da abgedrängt. Das heißt, wir kriegen hier einen Freistoß. 40 Meter etwa. Mal gucken. Ja, einfach mal draufgezogen von Davies. Warum nicht? Warum nicht? Kann man mal machen. Schauen wir mal, ob der so schlecht war. Der senkt sich natürlich ein bisschen spät und geht am Tor vorbei. So, Football League One, Leute. Nichts mehr zweite Bundesliga, sondern Football League One. So, jetzt. Erster Ballkontakt im Spiel. Tor. Immer noch Tor. Kann da abspielen. Sehr schön. Wir setzen uns jetzt hier im Strafraum fest. Da kommt die Flanke. Kopfball. Kopfball von der Nummer 24. Geile Nike-Trikots. So schon irgendwie. Gefällt mir ganz gut. Spielen wir eben in Bradford City. Ist cool. Ja. Wie gesagt, bei meiner letzten Karriere habe ich ein Jahr in Österreich gespielt. Wurde dort Torschützenkönig und Meister. Weil da durfte ich in die erste österreichische Liga wechseln. Und hier eben. So, schöner. Schön den Ball erkämpft von uns. Und hier eben jetzt in die zweite englische Liga, in die Football League One. Ich nehme an, das ist die zweite englische Liga, oder? Wenn ihr da mehr wisst, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Also ich kenne natürlich die BPL und weiß, dass Bradford natürlich auch in England ist. So, da haben wir geholt. Rustikale englische Härte, Leute. Anderson auf Derby. Immer noch Derby, der hat viel Platz. Der hat viel Platz. Da wird Derby ganz allein gelassen. Derby ganz alleine. Jetzt könnte er flanken. Macht er auch. Tor. Kopfball. Leider nicht, Freunde. Aber es gibt eine Ecke. Es gibt eine Ecke. So, machen wir mal. Was machen wir? Das hier. Müsste noch eine Ecke geben, wenn ich das hier sehe. Die Eckball-Variante war nicht so der Brüller. Machen wir mal was anderes, machen wir mal das hier. Jawohl, schöner Kopfball von hinten. Und der müsste drin gewesen sein. Ja, Eigentor von Tat. Da sehen wir es nochmal. Gestolper im Strafraum, da sind wir auch noch mit dran. Und Tat macht da das Eigentor, als er den da rausholen will. Ja, war drin. Da kann Jones auch machen, was er will. Tor nach 18 Minuten. Bradford gegen Bury. 1-0. 1-0. Little. Little. Kann sich dann nicht durchsetzen. Einwurf für uns. So, jetzt mal gucken, ob wir lange werfen können. Jawohl. Können wir. Und mal ab. Oh, da wollte ich gerade abziehen, weißt du. Jetzt Mellis. Mellis vom FC Bury am Ball. Den haben wir sicher. Und Tor. Tor ist immer ganz alleine. Und den macht er. Erstes Tor in der Football League One. 22. Minute. Markus Tor. Sehr schön. Also, wir führen 2-0 im Stadion an der Ivy Lane. Oder Ivy Lane einfach. Ne? Also ich glaube, wenn das hier aber so weitergeht, stellen wir die Spielstärke doch 1 hoch. Na, wie gesagt, ich spiele extra nicht auf Weltklasse, weil ich will ja Spaß haben. Aber die hier machen mir echt zu wenig. Davies. Ja, weißt du, die nehmen dir schon mal den Ball weg, aber... Oh, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Dass der doch nochmal kam. Die Kulle. So, Fehlpass. Anderson. Anderson spielt den Ball ins Aus, weil da ist keiner. Einwurf für den FC Bury.
Da sehen wir nochmal unser Tor. Jetzt Bury mal im Vorwärtsgang. Da können wir aber locker verteidigen. Not. Not hatte wohl da die Übersicht, aber der Ball kommt nicht an, der hohe Pass. Also FIFA ist viel, wenn ihr mich fragt. Liegt das nicht daran, dass uns EA hier eine reinhauen wollte mit der angepassten Steuerung? Kopfball von dem Stürmer des FC Bury, war aber abseits. Nee, also das liegt vielmehr daran, dass es realistischer geworden ist, würde ich behaupten. Und man dazu wirklich wie ein echter Fußballer, ja, auch geradeaus zum Ball und zu seinem Mitspieler stehen sollte. Damit der Pass auch ordentlich ankommt. Jetzt wieder Not. Not, der mir hier sehr gut gefällt. Not immer noch ganz alleine. Not wird da nicht aufgehalten, weißt du. Da können wir durchspazieren und das gibt Eckball. So, probieren wir es mal ohne Teamtaktik. Eckball Marshall. Was für ein Ding! Nochmal Ecke. Anderson. Und Tor kriegt ihn da nicht rein, gibt aber noch eine Ecke. Nochmal Anderson. Und wieder Ecke, meine Güte, die haben ja eine Katze im Tor. Nochmal Ecke. Und dann sollen wir mal wieder eine Teamtaktik auswählen, müssen wir mal was machen. Machen wir mal das. Da ist natürlich keiner, also der war jetzt nix. Aber das gibt mindestens einen Wurf. Es gibt zumindest einen Wurf. Also ich muss sagen, Bradford gefällt mir. Not. Not. Zu weit. Da war Tor nicht vorbereitet. Geht aber da hinterher. Kann sich den Ball aber nicht sichern, aber bringt den Spieler wenigstens in Bedrängnis. Und wir könnten hier mal... Kann man hier keine Teamtaktiken wählen? So, abgewehrt von Clark. Clark auf Not. Und Not schon wieder im Vorwärtsgang. Immer noch Not. Den spielt er auf Tor. Der geht zu weit und da kommen wir nicht mehr hin. Gibt aber einen Wurf. Oho, also flanken kann er nicht. Aber der Ball kommt wenigstens an bei Darby. Darby. Darby kann den reinbringen, bisschen kurz, bisschen ungezielt. Und es gibt Freistoß für den FC Bury und Gelb für Not. Ja, weil ein bisschen überhart eingestiegen, obwohl wir hier in England spielen. Anderson. Anderson nicht am Ball, Major. Major auf Clark, jetzt der FC Bury mal im Vorwärtsgang. Mellis. Mellis auf Clark. Keine Gefahr für Davies, der hier klären kann. Little. Auf Not. Wir können jetzt mal einen langen Ball spielen. 4 Minuten Nachspielzeit. Schon in der ersten Hälfte. Darby. Darby. Immer noch Darby. Kann da durchgehen ohne Ende. Spielt den Ball nach vorne. Da ist er. Layton, der Torwart von Bury, mit dem Abwurf. Und da ist Halbzeit. Tja, Leute, was soll ich sagen? Wir führen 2-0. Durch ein Eigentor von Tat in der 18. und durch ein Tor von Marcus Thor in der 22. Minute. Ja, und gehen mal in die Halbzeit, mal gucken, was der Trainer so sagt. Da. Oh, yes. Also das lese ich euch nicht alles vor, das könnt ihr schön selber lesen. Ja. Und ja, wir müssen natürlich Spiel fortsetzen machen, weil mal schauen, ob wir ausgewechselt werden, ob wir drin bleiben. Not geht raus, für ihn kommt Evans. Dann zeigt ihr gleich an, wo es weitergeht. Hier in der Football League One in England beim FC Bradford.
Little. Little mit dem Ballverlust. Darby fängt den Ball ab. Marshall. Verliert den Ball im Mittelfeld an Riley. Aber hinterher. Foul. Ja, also die Schiedsrichter geben hier oft gelb. Darby jetzt gelb in der 50. Minute wegen... Ja gut, er ist mal auf den Fuß gestiegen. Okay, ja, das kann man ja verstehen. Also wie gesagt, gelbe Karte für Darby. Jetzt Freistoß für den FC Bury. Kein Problem für Jones. In unserem Tor. So, der schlägt weit ab. Und da ist auch keiner. Und sind alle anderen weit abgeschlagen. Oh, gibt schon wieder Freistoß. Wahrscheinlich schon wieder gelb. Gelb für Marshall in der 52. Obwohl du ja kaum was machst, weißt du, kriegst du direkt gelb hier. Aber habt ihm doch gar nichts getan, ey. So, und jetzt geht Marshall auch raus und Moraes kommt, oder Moray, wann der Mann Franzose ist, wird er wahrscheinlich Moray heißen. Freistoß, Tat. Der Mann, der das Eigentor verursacht hat in der 18. Minute zum 1:0 für uns. Kein Problem für Jones. Jones, der den Ball abwirft auf Little. Little zu Moray. Ich nenne den jetzt einfach Moray, weil Moraes oder Moraes klingt mir irgendwie zu blöd. Ich denke, der Mann ist Franzose. Evans. Der auf Anderson. Schöne Ballstaffette im Mittelfeld jetzt. Weißt du, ich kriege keinen Freistoß. Evans zurück auf Little. Little erkämpft sich den Ball zurück. Little auf Moray. Moray nach vorne in die Spitze auf Davies. Davies zu uns. Und wir gehen, wir haben Platz. Und Foul. Foul oder Ball gespielt von Tat, der hier versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Doppelwechsel bei... beim FC Bury, wir haben hier immerhin Eckball rausgeholt. So, dann gucken wir mal. Eckball, Anderson. Weit! Aber der Kopfball geht trotzdem noch am Tor vorbei. War aber eine recht schöne Chance. Also kopfballstark sind die hier alle nicht, aber wir haben unser Tor gemacht und das ist okay. Aber die erwarten 20 Tore in dieser Saison. Und mal gucken, wir sollen eine Spielbewertung von 7,1 erhalten in jedem Spiel. Mal schauen, ob wir das schaffen überhaupt. Und deswegen spielen wir auch auf Halbprofi, weil es da mit Sicherheit einfacher ist, denn er den Ball noch vorm Einwurf gerettet. Darby. McCradle. Nee, McCardle. Verzeiht. McCardle. McCardle auf Meredith. Meredith mit einem langen Pass auf uns, aber der war zu lang. Nee, also ich denke, das hat was mit dem Realismus zu tun, dass die Bälle eben nicht mehr so gut ankommen. Und dass die Räume gut zugestellt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier auf der Xbox 360 genauso funktioniert. Bei mir kommt das Spiel immer noch vor, wie vorher. Immer noch hat sich ein bisschen was verändert. Also wie gesagt, die Pässe kommen nicht mehr so gut. Jetzt Tor! Tor ganz allein! Tor macht! Oh. Am Torwart hängen geblieben und der FC Bury kann gerade noch so klären. Oh, die Folge wird wieder ewig lang. Und jetzt werden wir ausgewechselt gegen James. Aber wir haben unser Tor gemacht, 65 Minuten gespielt. Das ist doch eine Maßnahme. So, jetzt spielen wir das. Oh, Foul! Oder war das jetzt normale englische Härte hier? So, jetzt mal gucken, ob wir das Ding jetzt hier nicht verlieren, wo unser Star dann ausgewechselt wurde. Aber 65 Minuten gespielt, im ersten Spiel gleich ein Tor gemacht. Man muss sich ja auch ein bisschen an die englische Luft hier gewöhnen. Im Stadion an der Ivy Lane. Da hat er sich wehgetan bei dem Kopfball. Aber wir sind wieder im Ballbesitz. Oder immer noch, je nachdem. Oh, weißt du, Sedgwick. Sedgwick auf Mellis. Clark. Und wir haben wieder den Ball. Little. Little kämpft da um den Ball. Hat ihn auch wieder gewonnen von Suarez. Verlieren wir dann gleich wieder. Suarez, ne? Nicht Suarez. Sind hier nicht beim FC Barcelona, obwohl das natürlich vielleicht für unseren Starspieler ein Ziel wäre, irgendwann beim FC Barcelona zu spielen, auch wenn der England besser gefällt. Und jetzt gibt es Elfmeter. Weißt du? Jetzt gibt es Elfmeter. Zum Glück keine Karte für unseren Captain Clark. Wo schießt er hin? Wo schießt er hin? Da! So. Clark
verkürzt in der 75. auf 2:1 durch einen Elfmeter. Der war gut geschossen, also da werden wir mit Sicherheit nicht rankommen. So, erneuter Anstoß. Wir spielen jetzt zu Hause, also ist unser Stadion, die Ivy Lane, ist natürlich toll. Ja, Little auf Murray, der wieder zurück auf Little. Der bringt den Ball nach vorne, verloren. Sedgwick. Es könnte ein Unentschieden geben, Leute. Wie gesagt, deswegen, auch wenn ihr mich verdammen mögt, spiele ich auf Halbprofi, weil man muss ja seine Chance wahren und wir wollen hier später irgendwann in richtig geilen Mannschaften spielen und richtig viele Hörnchen machen, auch wenn es dann unrealistisch ist. Meine Güte, er hat ja den Ball da verzogen. So, Abstoß Jones. Nee, aber deswegen, noch nicht auf Profi oder gar Weltklasse oder Legende, wie ich gesehen habe, weil ich habe keinen Bock, jedes Spiel zu verlieren und da habt ihr keinen Spaß beim Zugucken und ich habe keinen Spaß beim Spielen und kann euch dann das hier nicht mehr ordentlich präsentieren. So, da wird Mellis ausgewechselt, reinkommt Pope und wir haben noch 9 Minuten, Leute, oder schon 26 Minuten auf der Uhr jetzt in dieser Nachholfolge, sage ich jetzt mal, weil wie gesagt, wenn ihr jetzt erst einschaltet, ich konnte euch leider unser erstes Spiel für Kaiserslautern und unsere 2 Tore, die wir da gemacht haben, mit unserem selbst erstellten Spieler Markus Thor nicht präsentieren, weil meine Capture Card abgestürzt war und da ging gar nichts. Ich konnte die Aufnahme nicht retten, nicht wiederherstellen und hatte auch jetzt ehrlich gesagt keine Lust, nochmal alles neu zu spielen. Deswegen seht ihr die ersten 7 Minuten von der ersten Folge und dann das hier, was ich euch bringe. Wie gesagt, Markus Thor, geboren am 15. August 1994. Das heißt, er ist jetzt gerade mal 20 Jahre alt, wird allerdings nächste Woche dann 21. Mal schauen, ob er an seinem Geburtstag spielen darf. Wir haben angefangen beim ersten FC Kaiserslautern. Der Vorname wird englisch ausgesprochen. Markus, der Nachname. Tor wegen meinem Kanal. Tor haben wir gegen. Toller Kopfball von James. Ja, und wir haben uns auch eine kleine Biografie überlegt. Und zwar Markus Thor, amerikanischer Vater, geboren in Kaiserslautern, deutsche Mutter, begeisterter Fußballer und schon immer FCK-Fan. Ja, und von daher auch dort gespielt und jetzt ausgeliehen von unserem Trainer für ein Jahr nach England in die Football League One zu Bradford City, zu Bradford FC. So, und wir waren jetzt hier im ersten Spiel für die englische Mannschaft im Stadion Ivy Lane oder an der Ivy Lane, ich nehme mal an, an der Ivy Lane. Und ja, haben ein Tor gemacht. Und es steht 2:1 in der 65. Minute ausgewechselt worden. Jetzt ist das Spiel gleich vorbei. Vielleicht die letzte Chance. Könnte nochmal Eckball geben. Ja, gibt dann nochmal Eckball. Das dürfte die letzte Aktion sein. Mal gucken, Morey, ob wir dann was reißen können. Nee. Torwart kann den Ball wegfausten. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn nicht noch auf die letzte Sekunde im Konter laufen und es dann nicht noch 2:2 steht. Nee. Da ist das Spiel zu Ende. Erstes Spiel in England, da seht ihr es nochmal, durch unser Tor in der 22. Minute. 2:1 gewonnen, hier in der Football League One, zwischen Bradford City und dem FC Bury. Ja? Also, spielen wir jetzt ein Jahr bei Bradford, da haben wir viel zu tun in England, weil da sind laufend Spiele, da kommen auch eine Menge Folgen. Ja? Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, um mich zu unterstützen. Wenn ihr mehr FIFA sehen wollt, mehr Spielerkarriere, mehr Trainerkarriere, mehr Ultimate Team oder Foot Draft, ja, dann drückt doch am Ende in der Endcard auf den roten Abonnieren-Button. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das kostet euch nichts und ihr werdet kein Video von FIFA 16 mehr verpassen. Ich bin der Thorsten von Thor's Hammer Gaming und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.